Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Sims. Wir waren in der letzten Folge dabei, den ersten Stock einzurichten und haben das auch soweit geschafft. Was mir jetzt beim Nachbearbeiten der Folgen noch aufgefallen ist, ist, dass wir hier außen den Anstrich vergessen haben. Was mich ziemlich krass triggert. Das heißt, dass wir das jetzt als erstes nochmal schnell beheben werden. Das sieht nämlich gar nicht mal so gut aus. So, kostet auch nur 40. Scheiße, was habe ich jetzt wieder gemacht? Also der Baumodus und ich werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Ich weiß jetzt nur nicht, warum das Fundament da unten eine andere Farbe hat und wie ich das ändern kann. So. Hat es geklappt? Na, nicht komplett, ne? Es kostet anscheinend auch nichts. Okay, das hat geklappt, aber hier irgendwie hat es die Farbe nicht ganz genommen. Dann machen wir das gerade nochmal fertig. So. Dann haben wir nämlich auch außen die, den Anstrich schon mal fertig. Was wir zeitnah machen müssen, sind dem Haus ein paar Fenster zu geben. Haben wir in der letzten Folge schon festgestellt, dass wir die unten in den Zimmern schon vergessen haben. Und hier oben sind auch noch nicht so richtig welche drin. Ich würde jetzt gerade vielleicht hier oben nochmal Boden auf jeden Fall von dem ersten Zimmer hier machen. Da würde ich was Holziges nehmen, vielleicht auch an sich schon was Helles. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Können wir ruhig einen helleren Raum auch haben. Und für die Kinderzimmer. Okay, so richtig viel Teppich gibt es hier nicht, ne? Das sieht nicht so dolle aus. Fliesen wollte ich den jetzt nicht reinlegen. Metall. Dann Stein ist auch nicht so toll für ein Schlafzimmer. Dann würde ich da fast auch bei Holzboden bleiben, oder? Das ist dann auch mit am schönsten. Können wir aber ja eine andere Farbe nehmen. 8 kostet der. Hier vorne gibt es auch günstigere. Wir könnten die entweder halt alle in einem ähnlichen Ton machen oder wir könnten halt jedes Zimmer so ein bisschen anders machen, was wahrscheinlich ganz cool wäre. Theoretisch könnte man auch so Themenzimmer, je nachdem, welche Art Pokémon es wird, machen. Aber ich glaube, dafür haben wir zu wenig Platz, weil dann müssen wir für jede Art so ein Zimmer machen. Und das wird sich auch nicht immer gleich aufteilen. Jetzt am Anfang, klar, teilt es sich einigermaßen gleich auf. Aber das wird auch nicht so bleiben. Wir könnten trotzdem halt auch so ein grünes machen. Ja, aber das... ist doch schon ein sehr teurer Boden hier. Hier gibt's noch sowas in der Art. Ist aber schon sehr dunkel auch. Dann müsste man eine helle Tapete wieder nehmen. Da will ich mich nicht unbedingt drauf festlegen. Der ist eigentlich ganz schön. Ich würde da mal bei dem dafür bleiben. Wir könnten das Bad noch machen. Fliesen. Was haben wir denn unten? Wir können das machen wie unten. Oder völlig anders. Naja, oh Gott, nee, das nehmen wir nicht. Ist erträglich, wenn man die Wände hell macht. Ich glaube, unten haben wir sowas, oder? Das hier geht auch. Sind die Kacheln schon sehr klein. Mich nervt das, dass wenn man hier das... Wieso? Ach so. Dass man in den Ecken nicht hier... dass man das in den Ecken nicht bewegen kann, richtig. Also nach links und rechts geht, aber nach oben und unten geht nicht. Doch nach oben geht auch. Nach unten geht aber nicht. Das ist so ein bisschen blöd.
Ja, wir könnten sowas nehmen. Das gibt's auch in verschiedenen Farben. Nein, blau ist aber irgendwie komisch. Nee, wenn dann wahrscheinlich in weiß. Und das... das wenn dann in blau, glaube ich. Also entweder das oder das hier in weiß, glaube ich. Können ja mal schauen, was es für Wände dafür gibt. Und ich glaube, das haben wir unten. Warum funktioniert das denn nicht, wie das sonst ist? Wenn ich sonst so mache, wenn ich sonst Shift drücke, hat es doch immer den kompletten Raum gefüllt. Was mache ich denn da falsch? Warum macht es das nicht mehr? Ich will doch den Raum hier und nicht die Wand. Keine Ahnung. Felsbächlein? Aber wo ist der Fels? Ja, sonst? Fliesen? Puh. Nee. Ich glaube, den hier haben wir unten. Das ist schon auch alles sehr erschlagen. Anstrich, haben wir einen Anstrich. Aber also schon eher Fliesen will man da, oder? Farbe. Ah ja, da waren wir gerade. Als ob sowas jemand mit Farbe an die Wand pinselt. Das sieht mir eher nach Tapeten aus. Nee. Also Tapete gibt's nicht. Stein. Oh Gott. Puh. Ich bin jetzt nicht überwältigt. Ich weiß mal nicht, ob man es mir anmerkt. Aber warum gibt's denn nicht irgendwie mal was Weißes? Das sieht auch nicht... Nee, also... Ist jetzt nicht, wie ich es sagen soll, aber... Ist jetzt alles nicht so mein Traum. Kostet beides 5. Dann nehme ich jetzt einfach das hier. Jetzt möchte ich es halt so an die Wand klatschen, weil das nicht funktioniert mit dem Shift. Oder ich drücke die falsche Taste. War das Umschalt sonst? Nee, bei Umschalt passiert gar nichts. Bei Alt passiert dasselbe wie bei Shift. Das ist doch scheiße. Also das kann nicht so gedacht sein. Naja. Egal. Gut, dann nehme ich, glaube ich, auch nicht den blauen Boden. Weil das macht es auch am Boden, macht es das nur so komisch. Verstehe nicht warum, ehrlich gesagt. Nehmen wir dann den weißen. Gut. Dann bräuchten wir hier für dieses Kinderzimmer noch eine Tapete oder einen Anstrich. Nebliger Wald. Nee, lass mal gut sein. Boah, das sieht alles so... Nee. Leute, ey, das ist auch... Also sowas macht sich doch heutzutage keiner mehr an die Wand. Es sieht auch alles nicht so toll aus. Dann bleiben wir doch vielleicht lieber bei einem Anstrich. Aber Anstrich... Es gibt halt nichts, was irgendwie so ein bisschen... was Besonderes ist, aber nicht total crazy. Also das hier ist ganz okay für Kinder, denke ich. Aber es ist ja nichts, was ein Jugendlicher sich an die Wand machen würde, oder? Gartentraum, ne.
Ja, das hier ist halt zu bunt auch. Da, also... Kinderzimmertapete mit verschiedenen Themen. Mit Fischen. Okay, das hat überhaupt kein Thema. Mit Herzen, mit Fußball oder so. Mit Bällen. Was ist das? Mit Wolken. Wellen. Wolken, Wellen, Blätter? Könnten das nehmen. Ah, es macht mich wütend. So. Haben wir, glaube ich, alles. Bis auf das hier. Ja, muss erstmal so bleiben. Hat eine Tapete, hat zwei Betten. Vielleicht können wir die Betten... Ach, keine Ahnung, ist doch egal. Es kann erstmal so bleiben. Hier könnten wir vielleicht noch nach der Wand schauen. Aber so richtig der Hammer war das ja jetzt nicht. Vielleicht eine Verkleidung? Nee, die sehen alle kacke aus. Tapete. Ah, gibt es irgendwie hier auch ein bisschen schön zumindest? Sowas hier? Oder haben wir das unten schon? Das könnte auch das... Ja, das... Das haben wir schon hier unten im Schlafzimmer. Oh, dann nehme ich das aber nicht auch noch für den Flur. Oder das Zimmer hier. Wie sieht das hier so aus? Könnte man machen, da wir den Boden so hell genommen haben. Ja, weiß nicht. Ach du Scheiße. Das gibt's aber in so krass vielen Farben dann immer. Nee, mit Rosa will ich nicht. Das hat das oben nicht. Ja, aber das... Ja, komm, dann nehmen wir das hier. Oh, Scheiße, kann man halt kein Gold machen, Leute. Was soll ich sagen? Vielleicht brauche ich halt dafür ein paar mehr Erweiterungspacks. Vielleicht gibt es da dann eine bessere Auswahl. Wahrscheinlich sogar, würde ich jetzt mal vermuten. Aber habe ich halt nun mal noch nicht. Also müssen wir damit leben. Okay. Dann können wir hochgehen. Die können hier in dem Zimmer jetzt pennen. Ich denke, dabei lassen wir es dann erstmal. Wir haben noch 4000. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Die nächste Rechnung ist safe damit. Wenn wir uns irgendeinen Gegenstand noch kaufen müssen, sind wir safe. Und ja, ich würde sagen. Dann können wir weiterspielen. Und ich glaube, die Kinder haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die haben das halt, als ich das Spiel wieder beendet habe, haben die es logischerweise wieder mal unterbrochen. Ah ja, guck mal, sie ist auch schon fertig. So gut wie fertig war sie. Das ist schon mal gut. Ich glaube, die hatte sonst alles hier erreicht, abgeschlossen. Schulprojekt haben sie keins mehr. Fähigkeit Level 4 hat sie. Da könnten wir sonst gucken, ob wir hier irgendwas... Oh, guck mal, die hat aber auch voll viel Verantwortung. Wo hat sie das denn her? Ah, wenn ein Sim seine Hausaufgaben macht und gute Noten in der Schule erhält. Müll rausbringen, Zähne putzen. Okay, also das Trade, das haben die saved dann. Manieren, ja, geht so bei ihr. Konfliktlösung, Emotionale Kontrolle könnten wir pushen.
Radius, Instrumente, Joggen. Das macht sie jetzt aber auch nicht unbedingt, oder? Weil ich glaube, ich meine, ihr Tagebuch hilft dabei auch. Soll sie doch ein bisschen in ihrem Tagebuch nochmal schreiben. Das könnte doch eine gute Idee sein. So, wie sieht's mit ihm aus? Er ist auch fast fertig mit den Hausaufgaben. Dieser Flor schläft schon. Er braucht halt noch das Töpfchen auf ein Level höher. Und dann können wir ihn altern lassen, was wir, denke ich mal, auch tun werden. Level 9 der Malereifähigkeit erreicht Anissa kann jetzt anspruchsvolle surrealistische Gemälde und anspruchsvolle impressionistische Gemälde anfertigen. Dann werden wir die als nächstes, denke ich mal, angehen, weil die dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr bringen. Surrealistisch, impressionistisch, müssen wir uns merken. Wenn sie das hier fertig gemalt hat, werden wir das dann mal ausprobieren. Genau, wie Saflor hoffe ich, dass er dann ziemlich bald das Töpfchen-Level lernen kann. Der muss halt leider gerade auch gar nicht aufs Klo. Der soll dann erstmal eine Runde pennen, vielleicht dann morgen früh, wenn er aufsteht. Die Verantwortung von dieser Knosp reicht für den Erwerb des Merkmals verantwortlich aus. Was? Ja, der muss hier oben in diesem Bereich dann wohl sein. Also wenn wir das jetzt nicht komplett verkacken, dann kriegt er dieses Merkmal. Wenn er zum jungen Erwachsenen heranwächst. Negativ beeinflusst, wenn ein Sim schlechte Leistungen in der Schule erbringt, wird wahrscheinlich nicht passieren, gegen Ausgangssperren verstößt, ja, mal gucken, wie der Teenager dieser Knosp so wird, oder Strafen nicht befolgt, wenn Kleinkinder oder Kinder Chaos veranstalten und Teenager ihren Job kündigen. Job werden die eh nicht haben. Chaos veranstalten. Okay, ja, das macht er, glaube ich, eher nicht so. Ist ja ordentlich auch. Cool. Bei ihm könnte halt Manieren noch was sein. Wenn sich ein Sim freundlich vorstellt, den Tisch deckt, das Geschirr abwäscht oder Komplimente macht. Ja, das macht er regelmäßig, aber ich weiß nicht, ob das reichen wird für das Trade auch. Indem sie sich entschuldigen oder versöhnliche Argumente vorbringen. Eltern können ihren Kindern auch beibringen, Entschuldigung zu sagen. Er versucht, schlechte Beziehungen zu verbessern. Okay, das sind eher so soziale Aktionen halt. Das ist halt relativ easy hier zu erreichen, wenn man halt nur mal täglich Hausaufgaben mitbekommt, die man machen kann. Empathie. Indem sie ehrenamtlich als Familie tätig werden. Oder Sozialaktionen wählen, die anderen helfen, mit negativen Stimmungen fertig zu werden. Kinder können auch mit ihrem Doktorspielset spielen. das haben wir nicht. Aber da könnte man vielleicht nochmal gucken, ob es hier im Kauf-Bau-Modus irgendwas gibt. Wahrscheinlich müsste ich da bei Kinderzimmer wieder gucken, oder? Kinderaktivitäten oder Spielzeug? Und das müsste das dabei stehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Bausteine, Spieltisch nur für Kleinkinder. Nee, ich will nicht für Kleinkinder. Nee, das ist auch für Kinder. Ach nee. Nee, das ist nur für Kleinkinder. Puppenhaus. Pandora. Das sollte man nicht öffnen. Dann ist das nicht beim Spielzeug, oder? Dann ist es eher hier bei den Aktivitäten vielleicht. Pfadfinderhandbuch. Boah, das würde ich voll gerne machen, aber wir dürfen halt unsere, Kinder, glaube ich, nicht groß zum
zum Einkommen was beitragen lassen. Planschbecken, Schaukel, was haben wir hier? Kreativkunst des Jahreszeiten. Aktivitäten, Wunderland, Kreativkunsttisch, Nackwuchs, Zauberer. Aber wo ist das denn, was da stand? Pfadfinder-Abzeichentafel. Das finde ich wieder nicht. Weiß wieder nicht, wo ich suchen muss danach. Schreibtische, ne. Tja, dann keine Ahnung. Wäre das nur für Kleinkinder? Oder ist es was für draußen? Draußen kochen, draußen Aktivitäten. Das ist aber nicht. Das ist ja nicht ausschließlich für draußen, oder? Blumenbändertisch, nee. Wettersteuerungsgerät. Pflanzensimmstamm. Ah. Nee. Okay, keine Ahnung. Oder wir suchen halt nochmal kurz danach. Doktor-Spiegelset. Suchen? In Spielzeug doch. Dann habe ich es hier einfach nicht gefunden. Ach du Scheiße, nach sowas habe ich auch nicht gesucht. Mentalfähigkeit. Bubu Billy. Tum Tum Teddy. Ach du Scheiße. Ja, ich möchte das kaufen. Naja, mal schauen. Vielleicht steigern wir damit ja die Empathie dann. Gut. Ansonsten. Wieder Knosp auch fertig mit den Hausaufgaben? Ich würde sagen, dann lassen wir es für die Folge auch gut sein. Ja, und sehen uns in der nächsten wieder. Ciao!